Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Shadowlands. Vor wenigen Tagen habe ich das erste Mal mein First Attempt sozusagen gehabt in World of Warcraft Classic. Bin ein bisschen gehuckt und dachte mir, jetzt will ich das Spiel aber auch in vollen Zügen irgendwie mal ausprobieren. Neue Grafik und allem drum und dran. Und siehe da, es kam gerade sozusagen die neueste Version raus, wo viele Leute drauf gewartet haben. Und ja, jetzt sehen wir auch, hier gibt es viel mehr Klasse. Guck mal, hier gibt es die Drenai, hier gibt es die Worgen. Das sind so eine Werwölfe. Mega. Hier gibt es Pandaren? Pandas? Ja, habe ich nicht mitbekommen. In der Horde, wir sind ja nicht so, wir sind ja mehr die Allianz-Leute. Es wird wahrscheinlich auch Allianz bei uns bleiben. Aber, naja, wir gucken uns mal an. Ja, Orks, Undead, Tauren, super cool, das gab schon vorher. Und Trolle. Und dazu sind bei denen dann gewachsen die Blutelfen, mega Style. Ja, dann haben die ihre eigenen Elfen. Goblin, ne, die sind deren Halblinge sozusagen. Und auch die haben Pandaren. Das heißt, die Pandaren gibt es auf beiden Seiten. Okay. Aber von mir aus. Wir werden diesmal, vermutlich werden wir ein bisschen mehr auf Solo spielen. Deswegen werden wir einen Hunter bauen. Eine Huntress in dem Fall. Und da wir hinten, wie ihr sehen könnt, schon einen Pet-basierten Charakter spielen wollen, damit wir auch gut alleine so. Wir sind halt Noob, ne? Wir kennen uns in der Welt nicht aus, wir kennen uns in der Spielmechanik noch nicht so aus, deswegen achte ich mir ein bisschen was mit Piercings im Gesicht. Ja, genau. Ein bisschen was ein Pet hat, unterstützt das, macht es sicherlich ein bisschen einfacher. Der andere Gedanke wäre irgendwie einen Warlock zu spielen, weil es von dem Zauberer, also von den Spell-Klassen, derjenige ist, der am schnellsten auch ein eigenes Pet hat, der ein bisschen nicht ganz so squishy ist, wenn man da alleine durchläuft. Aber wie gesagt, Huntress, Night Elf, das wäre wahrscheinlich auch was gewesen, was wir gerne gespielt hätten. Als das Spiel rausgekommen ist, also vor knapp 17 Jahren, ja, aber jetzt spielen wir das halt nochmal. Nachtelf, coole Rasse gewesen. I enjoy, deswegen machen wir das einfach mal. So, Brancamenta. Oh, der Name ist vergessen. Komm, Ferne. Branka. Ist der vergeben? Nein, der ist noch nicht vergeben. Sehr gut. Oh, doch. Okay, darum kümmern wir uns später. Also böse muss unsere ja nicht sein, ne? Why not? Weins. Ach, so mit Blättern im Haar. Vielleicht ist es so herbstliches Laub. Na, sieh einer an. Gehen wir mal die Short-Variante. Ears thick. Rough. Short. Sick. Wir nehmen mal Short, ne? Scars, none. Eye color. Ich glaube, das gefällt mir besser. Markings. Nope. Hairdress. Das passt doch eigentlich ganz gut zu dem, was wir schon haben, oder? Ja, das finde ich eigentlich ganz nett.
deinen Earrings. Blade? Ach, das muss weg. Das gefällt mir nämlich leider gar nicht. Als Kind der 90er. Uns gefällt das wahrscheinlich. So, dann brauchen wir jetzt auch einen passenden Namen. Ferne Banker geht leider nicht. Wir wollen ja immer eine Spirituosenmarke oder einen Alkohol haben. Was ist denn mit Lilly? Das geht. Nice. Lilly. So, sieht jetzt natürlich nicht mehr ganz so krass aus, ne? Vorher in der Rüstung, fantastisch. Aber jetzt sozusagen in der normalen, in dem normalen Startoutfit. Ich bin gespannt bei Shadowlands, ob es uns auch sozusagen in die Startwelt der Nachtelfen wird. Ich habe keine Ahnung. Und ohne unseren guten Schan, der uns durch das Spiel führt. Naja, aber wir gucken uns das Ganze mal an. Ich würde sagen, Enter World. World of Warcraft Shadowlands. You are a soldier of the Noble Alliance. A coalition of kingdoms upholding the ideals of valor and justice across Azeroth. Okay. An Alliance expedition sent to explore an uncharted island has recently gone missing. As a bold new recruit, you have joined a rescue mission, departing from Stormwind. Find the lost expedition members and bring them home. For the Alliance! For the Alliance! Movement, WASD. Recruit, step forward. We're approaching the island. Okay. The Alliance leaves no one behind. Sie sieht schon die Grafik, also alles wesentlich ein bisschen besser, ein bisschen feiner. Stay focused and sharp. Ich kann hier noch nicht. Doch, ich kann ins System. Guck mal, grafisch ist da, glaube ich. Schon das Maximale rausgeholt. Was bei dem Spiel so geht. Aber okay. Also sieht auch, ne, also von den Texturen her wesentlich feiner schon aus als Klassik. Gefällt mir natürlich super gut. We'll find that missing expedition. Wie anders sein würde eine Grafik, bitch. Ja, na gut. Warming up, prepare yourself, Lily. We are nearing the island where the previous expedition was lost. Also wir sind auf den Spuren der verlorenen Expeditionskräfte. Warm up on these combat dummies. We need everyone read for whatever we find on that island. Warm up and fighting a combat dummy for 55. Bronze and... Ist das Kupfer? Copper? Ja, und 200 experience, of course. I need everyone in top form if we're to complete this mission. Show me what you can do. Good. Next? That's odd. We weren't expecting rain. Private Cole will run you through the rest of the drills. I need to discuss this storm with the helmsman. I bet we'll save the expedition in no time. Let's move into sparring positions. I'll let you have the first strike. Private Cole, reporting for duty. Never run from your opponent. Stand your ground and remember to always face your enemy. I yield. Well, I'd say you're more than ready for whatever we find on that island. I'm here to help however I can. For okay. The Alliance. Zack, wir sind schon Level 2. Das wird uns bestimmt wieder genommen, das Level. I bet we'll save the expedition in no time. Captain! We can't weather this storm for long. Everyone below decks, now!
Everyone below the decks. Ein fürchterlicher Sturm. Oh, guck mal hier. Geil. Das ist das, was Char meinte. Nachtelfen machen hier, wenn sie springen, ein Salto. Schaut euch das an, Leute. Das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig, richtig gut aus. Das gefällt mir. We have a mission to accomplish. Oh ja? The ship is may not make it to the island. Hold on to something sturdy and stick with your fellow recruits. Okay? We'll get through this. Natürlich schaffen wir das. Wir halten uns einfach fest an Kram und dann schaffen wir es auf diese Insel. Aber ich ahne ja, dass das Schiff gleich brüchig wird, untergeht. Je ne sais pas. Ein fürchterlicher Sturm und jetzt ist alles wie aus. Murlocs, überall Murlocs. Spellbooks. Recruit, thank the light. Are you injured? Drag arcane shot to your action bar. Okay, das ist unsere 2. Okay, die, das ist jetzt sozusagen separiert als extra HUD. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut, dass Tasche und sowas ein extra HUD jetzt haben. Kann man das ein bisschen größer stellen? Professions haben wir noch keine. Okay. Und da haben wir jetzt das Ding. Questlog, wie immer auf L. Map auf M. Questlog und Map gehen jetzt immer gleichzeitig auf. Das ist cool. Achievements. Collections. Shift P. Okay, das machen wir mal anders auf. Das ist wahrscheinlich das Paket, was wir gekauft haben. Wir haben das Spiel natürlich gestern neu gekauft. Spellbook P für Spellbook. Okay. Interface. Display. Quest. Circle. None. Raid Self Highlight. Wo ist denn die Minimap? Show numbers for cooldown, definitiv. Names, my name. Invert Mouse. Was ist das hier? Ah, okay, 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 okay. Aber Display, ja, ja. Quest Objects. Aber ich sehe noch nicht mal meine Minimap. We'll find that missing expedition. I'm glad you made it out in one piece. Judging by the nearby shipwrecks, I think it's safe to say the missing expedition ran aground here too. We can't move until we've got the remaining survivors back from the fleet. Unfortunately, our remaining supplies have been stolen by Murlocs. Oh no! Annoying little pests. I need to recover enough first aid supplies for the wounded. Then we can begin searching for the missing expedition. Recover 6 first aid kits from Murlocs. Okay, natürlich. Keep Murlocs are dangerous in large numbers. Take back our supplies, but avoid fighting too many of them at once. Auf jeden Fall noch wie ein sehr, sehr primitiver Kant. Click on loot to put in. Da oben ist jetzt auch unsere Minimap. Okay.
Findet ihr das nicht alles ein bisschen klein? Also, nicht, dass es mich stört jetzt. Gibt es hier denn eine Loot-Option? Das Support Shop System Interface Keybinding Makros. Makros? Ist das einfach Makros? Nein. Wir haben schon drei. Was macht das denn? Wingclip, 30 Focus Instant. Means the target reduce the move. Oh, okay, nice. Have a mission to accomplish. Yes. Wir haben euch das jetzt gebracht? Na? Don't leave your post unattended. Storm. It must have hit the first boat, too. I'm out of range. Never seen a storm like that. Never seen a storm like that? Okay. Eine Panda-Frau? Don't worry. We'll find the expedition. Okay, okay. The Alliance leaves no one behind. Stay focused and sharp. You three, scour the island for any sign of the expedition. Recruit, you and I will scout ahead. Finding the lost expedition. Search a nearby camp for the expeditions. Okay, wir suchen jetzt. I saw a fire near some wreckage. Up there ahead, we should investigate. Blah, blah, blah. See, yeah, the greatness of the recruits. Are you coming with me? The others will search the island for clues. Let's move. Okay. Let's move. Fantastic graphics, wirklich. Travel north to find any expedition survivors. Das sehen wir hier rechts oben. So hungry. Du bist so hungry. Finding the lost expedition, the others take it. Need food, you will receive, okay? Captain Garrett, we'll find that missing expedition. Es ist schade, dass ich diese Fenster hier nicht bewegen kann. Na gut, da muss ich mich halt ein bisschen weiter vorlehnen. This is Alaria, the Draenei Shaman who was with the Lost Expedition. She's nearly starved to death. We need to get her something to eat. Slay some of the nearby wildlife for the meat. Bring whatever you find here to cook. If we can help Alaria regain her strength, she might be able to tell us what happened to the others.
all quest objectives. Get 5 raw meat from wildlife around the abandoned camp. Then cook it on the campfire. Okay, cool. Keep your guard up. Lives depend on us. You would come. Of course I did. He's my son. But more than that, he's a soldier of the Alliance. We leave no one behind. He's a soldier of the Alliance. So, was für ein Wildlife gibt's denn hier? Sehe ich denn hier, welches Level du bist? Level 3. Alle noch gelb. Das finde ich natürlich gut. I need a target. Das Handling von der Kamera ist nicht besser, muss ich sagen. Also das andere wirkte ein bisschen ruppiger, aber vielleicht habe ich mich auch nur einfach dran gewöhnt jetzt über ein, zwei Tage. That's cool. Wir wollen noch irgendwas vom Boden. Nur Geflügel ist ja auch nicht cool. Also das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass wenn ich eine Quest abgeschlossen habe, dass mir mit Gold angezeigt wird, wo ich hin muss, weil wir spielen es jetzt gerade ohne Add-ons und ähnliches. So, now we have to cook spellbook ability. Disengage. Okay, dann kann man die Seiten wechseln. Disengage, was macht Disengage? Was macht Disengage? Cooldown, Leap Backwards. Hm, also klassisches Disengage. Cook the meat on the campfire. The Quillbor. Ambushed us. Eat first, Alaria. You need your strength. Eat first. Alaria quickly eats the meat that you cooked. By the light, I feel much better. You need to keep moving. Quillbor have kidnapped the expedition, including Captain Garrick's son. Oh no! Wir sollten uns dem Ganzen annehmen. Greetings. Greetings. Arcanan Poros. The Quillbor kidnapped the rest of the expedition and took them to the north. I heard mention of needing more sacrifices for some sort of ritual. Please, you must rescue them. Captain Garrickson's son was part of our group. He swore his mother would save us. Scout northward and find Austin Huxworth. Yeah, okay, das kriegen wir hin. Dionys Akka. We'll head north and rendezvous with the others. Okay. Alaria, recover your stamina before pushing forward. Recover your stamina? Okay. Stamina ist unsere zweite. Wir sind ja kein Magier mehr. I've never given up on any member of the Alliance. I'm not about to start by failing my son. Nice, disengage ist so richtig weiter Satz, gefällt mir richtig gut. 20 Sekunden Cooldown. Over here. The Quillbor are conducting some sort of ritual. Drenee, you've got my attention. I've got some good news and some very, very bad news. You will receive 180. Okay. The hunt goes on. Taming the wilds. As a hunter, you need to trustworthy beasts are at your sight, or else like Quillbor will slaughter you. When you're ready, I'll teach you how to fame such a beast. Then you must find one to be your loyal companion. Learn tame beasts from Osnarius and then use tame beast and nearby wildlife. Okay. Aim true. We don't have much time. You'll have to learn fast. Okay. I've taught you the basics. Now find the beast and tame it. Call pet. Pet utility.
touch the nearby animal. Aber das ist doch nicht mein Companion, oder? Was mache ich jetzt hier mit irgendeinem Target a nearby animal. Open pet utilities and use tame beasts. Don't move while you cast. Attack. That expedition is counting on us. Keep your chin up. Wir machen natürlich beides. Forbidden Quillbore Necromancy. Quillbore are primitive and savage. They rarely practice any magic other than the geomancy, but these particular Killbore seems to be dabbling in necromancy. They must be stopped. Slay the Killbore and then we cannot allow them to raise an army of the undead. Slay 7 Killbore. Okay, das kriegen wir hin. The hunt goes on. Those monsters have my son. Henry, I didn't see him, but I'm sure he's still alive. I know. I raised him to overcome any challenge. Attack, follow, move to, assist, defensive, and passive, okay. We need to be careful. I return to the earth. Oh, okay, kann sich schon verwandeln. Scheint, ist vielleicht Druide. Gefunden. Cool. Ah, was können wir denn hier tragen? Alles. Wir tragen wahrscheinlich lederbeschlagene Dinge. Also, der Anzahl der Peebles, die hier durchlaufen, scheint es so, als. Ach, das Spiel ist auf jeden Fall beliebt, ne? Ohne Frage. Ogres will kill you. Ogres will kill you. The range is fantastic. I don't have a target. I need a target. Have a target. Was probieren wir jetzt mal? No sacrifice. Sacrifice for ritual. Yes. Ja, einen Umhang haben wir bekommen. Sehr schön. Es geht doch gut los. Einen brauchen wir noch. Sacrifices for the ritual. More sacrifices for the ritual. Also toller Spruch, es gab in Englisch. Tatsächlich spielen wir es gerade in Englisch einmal. Wenn man doch mal was nachgucken möchte in einem Guide oder ähnliches, ist es irgendwie einfach cooler, das in Deutsch, nicht in Deutsch nachzugucken, sondern in Englisch. In der Original-Sprache sozusagen. Moment. Let's get out of here.
Dafür, dass er so groß war, hätte ich irgendwie erwartet, dass da mehr Stuff ist, ne? Aber na gut, na gut. Ich weiß auch gar nicht, seit wann wir so lootgeil sind. Wahrscheinlich seit Gauntlet mit den Boys. Okay. You're Captain Garrick, Henry's mother. Henry's mother? You always said you'd come for us. Well, he was right. Now, where's the rest of the expedition? What can I do for you? I'm not sure. But I know how we can find out. Es läuft richtig mit den ersten Leveln. Necromancy is nothing next to technology. Start with a quill bore. Thanks for saving my life. They said this would be a run-of-the-mill, uneventful expedition. It definitely was not. And I couldn't be happier. Okay. What you got here? The Scout-O-Matic 5000. You're looking for Henry Garrick, right? Here's a nice guy. A bit glum, but nice. Luckily, you have happened to rescue the one and only Lindy Springstock Inventor Extraordinary. I've got my Scout-O-Matic 5000 all set to go. It'll fly up to the air and let you scout the entire area. I give you the honors. Use my Scout-O-Matic 5000 to find Henry and the rest of the expedition. Use the Scout-O-Matic 5000 to find Garrick. Okay, cool. Können wir? I brought along a miniaturized Scout-O-Matic 5000. Let's just unshrink it. Whoops. Whoops. A slight adjustment and. There! Just right. Give it a try. Come in. It seems the Scout-O-Matic 5000's camera is working as expected. It has a camera? Then why does anyone need to be up there? As a backup, of course. What if the machine were to break? We wouldn't be able to see. I mean, okay, I doubt anything of the sort will happen. Just don't jostle it around too much. Oh, nein. Is it us? I see something. We will take your soul. No! Raise the dragon from the dead. The full force of the Alliance will rain down upon you. Ha! Our dragon. Das ist das heroische Dasein, was man sich in so einem Spiel wünscht, liebe Leute. Richtig gut. Der Henry Garrick. There's a lot of enemies. Lots of enemies. They're bringing a dragon back from the dead? How are we going to deal with that? We have to stop the sacrifice. We have to stop it. But it would take an army to get through all of the undead. Or science. The resizer can enlarge one of the nearby boars so it can trample all of those monsters flat. We don't have any other choice. My son's life is on the line. There's no problem that engineering can't solve. Ja, das war es auf jeden Fall. Nett, ne? Halblinge haben ja immer so ein... Oder Gnome, besser gesagt. Let's just calibrate the resizer. So, B to open up your gear? What is this? Equipped your gear to press C to open your character pane. Link Mail Gloves. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Quest Item. Also soll ich mir das mal hier hinlegen? Nur falls wir es brauchen. Aspect of the Cheetah. Ich möchte das sofort ausprobieren. Eine Aura, die 8 Sekunden lang was macht? Verdammt. Increase your movement speed. Use the quest item on your to resize. Oh shit! What's
happening here? Wahrscheinlich muss ich doch hier so ein, oder? It is too far away. Oh, okay. Nee. Ach ja, okay, das war jetzt... Maybe a little too much, you know? Too much to handle. Ah, ja, wir sind ja ein Irrwisch. Stimmt. Richtig gut. Okay, ich habe nicht ganz verstanden. So, Resizing. So, use the Resizer version 901 on 3 Wandering Boas. Okay, 3 Wandering Boas. Oh, das habe ich gebraucht. There is a wandering boa. Whoops, too small. Let's see. Turn this dial. Okay, try it now. Oh, that won't do at all. Here, try again. Witzig auf jeden Fall. I do enjoy this. Ja, klar, dass einer zerplatzen muss. Eureka! A giant boar! Let's report back to the captain. Okay, wen machen wir denn zum Riesen? The Alliance leaves no one behind. Yeah, we don't know how long the resizing will last, so let's get moving. We're going to ride this giant boar and mown down the army of undead between us and the Henry. Just don't leave your post on it. We'll deal with the army. The rest of you, push forward and set up camp once we've cleared a path. Erste Episode, erster Start und wir sitzen auf einem gigantischen Trample. Command the giant boar to change... To charge forward, increasing speed. The 1 second cooldown. Mother! I knew you'd save us! Warum läufst du nicht weiter? Oh. Was passiert hier? Einmal XP. Aber wie geil, also wie innovativ. Richtig cool. Something's happening to the boar. Hang on, recruit. We've dealt with the undead. Now let's finish off that necromancer and save my son. Ich kann mal schön einen Tank hier übernehmen. Good riddance. Let's go check on Henry. Mother, I'm sorry. I tried to fight the ogres, but they were too strong. Henry, too strong. Always remember that you are more than your mistakes. Now, Private Garrick, I want a full situation report. Full situation we report, have to sir. Rescue my friends. So, thank you, stranger. I thought I was going to be punished for falling to save my friends. I'm revealed that it was mistaken. You will receive extraordinary longbow. Watch out for ogres. Yes, mother. Captain Garrick. The ogres are using necromancy to raise a dragon from the dead. They need sacrifices like us to fuel their magic. They're about to start a ritual. It's already begun. They're going to use the life force they gathered to reanimate the dragon.
Then we need to move quickly. They really Recruit, do. Private Garrick. The Alliance Ooh. Never gives up hope. Even in wir the können face uns auf jeden Fall anmutig bewegen. We'll put a stop to these rituals before the ogres can complete them. Let's go. Let's go. Let's go. New spells and spellbook. Of course, this is important. Was macht der? Feign death, tricking enemies into ignoring you. Last up 6 minutes. Okay. But we don't we have a new weapon? A new weapon? Pow pow. Your item has been equipped. Very good. Where do we have to go? Jetzt haben wir einfach dieses Ding zu unserem neuen Lager gemacht. Ist das korrekt? Together, we'll see our way through this. Okay. Quartermaster Richter. I know, MC Richter. Quartermaster Richter was able to scavenge supplies from the wreckage on this island. Why don't you visit her and see if she has anything that you need? You want to be well equipped for whatever we encounter next. Purchase any item from Quartermaster Richter and sell any of your items to her. Okay. The standard Stay focused issue knapsack. And sharp. Where do we have to go? Where's this Richter? Quartermaster Richter. Hello, Quartermaster Richter. Good day to you. Good day to you. Okay. Sell this. Was ist das? Yes, feathers. Yes. Jerky. This. Sell price 5 Silber, das erscheint mir irgendwie wertvoll. Vielleicht behalten wir das mal. No. Yes. Vielleicht kaufen wir doch davon ein bisschen was. See you later, Alligator. So, let's see. Now people see that we're together, stocking up on the supplies, ready for turn in. We can't rest until we stop the ritual. Okay, we Keep can't rest until we stop Lives the ritual. On us. Ptolemadew, witzig! Ptolemadew ist, der heißt auch wie ein Schnaps. Das gibt's doch gar nicht. Nice name. Ausrufezeichen heißt ja immer Auftrag, dann sammeln wir jetzt erstmal hier ein paar Aufträge. You're a true hero. The Harpy Problem, thanks for saving me, Lily. I'll do anything my best after to be helping help to you. We need to find the remaining survivors of my expedition before the ogres sacrifice them for the dark ritual. I saw one of the survivors being dragged away by some harpies. They have a roost to the north. Keela and I will meet you up there with the scouting party. Okay. Be careful out there. Keela and I will scout ahead. Yeah, we'll sure. We'll meet you to the north, just outside the harpy den. Ptolemadew, irischer Whisky übrigens, für die Leute, die es nicht kennen, ohne jetzt Werbung für ein Produkt zu machen. King Garrick wants us to take such master camp for any other members of the expedition. Alaria and I will go on ahead. Meet us the west and we'll see what we can find. Okay. I'll save a pint for you if you want it. All right, let's see what we can find. Ich starte jetzt einfach mal mit der. Ich meine, wir sind schon Level 6.
Es geht auf jeden Fall schneller mit dem Intro. Schon mal 3, 4, 5 Level gemacht. Well, I think we can say we found something. Oh, oh. Yes. I'm grabbing a pint when this blows over. It is good to see you. Go with the light. Those survivors are counting on you. Rescue anyone you can find. Die eklige Spinnenhöhle. This is very sweet of the gentleman who is walking in front of us. He clears out all the monsters. Them to me. I will harvest your life force, and then those who sealed me in here shall burn. Shall burn. From harm. Alun, please shield us from harm. How cool is das denn? Ein Elch? Ein White Elk? Out of the way, little spiders. Out of the way, little spiders. Auf jeden Fall, also wir spielen jetzt seit einer guten Dreiviertelstunde, vielleicht einer halben Stunde oder so. Weiß ich nicht, ein bisschen mehr. Schon viel Action passiert auf jeden Fall. Richtig gut, gar im Gegensatz zu WoW Classic, gar nicht slow. Gar nicht so viel Pain, muss man auch sagen. Das ist schon das, was Chan gesagt hat, ne? Also, WoW, man leidet viel, was Laufen angeht. Und hier, man gerät direkt in Action. Aber vielleicht ist ja auch genau das, was wir suchen, ne? Für so ein Spiel. Also, das gefällt mir schon echt ganz gut. You did a good job saving those people and dealing with those spiders. Those spiders were victims too. They just lost their home. Yeah, well, I guess you could see it that way. We're gonna report that first to Captain Garrick, and then you see what we can do. You should have known better than to say that to a druid. Ah, you were just telling me how ogres much you and necromancy, hate spiders. A dangerous combination. Yes. Don't leave your post unattended. The light shines on all creatures. Yes. That does yes, not yes. mean I have to like them. No, it doesn't. Oh. The wrist.
Ich bin gespannt, wie das aussieht bei der Horde. Wenn man das... also ich meine, haben die gleiche Story? Definitiv nicht. Really curious about what's happening with the Horde. How you start. If you come with a ship or if you're already there. I don't know. Ich weiß es nicht. Aber ich habe ja auch gehört, dass hier gar nicht so viel... dass um den Konflikt zwischen den beiden Fraktionen geht, sondern man kämpft sehr gemeinsam. That's Merity, our mage. We have to rescue her. Merity, ich komme. I'll try my best to help. It seems that harpies are up to no good. We need you to help with this. Stay away from dark magic. Come, speak with me. We have to rescue my friends. Yes, we will. Watch out for ogres. Yes. Stay away from dark magic. Let's deal with those harpies. I just hope Merity is okay. She will be. Come on. Sind das hier schon Harpy-Totems alles? Is this right what we're doing? Come here in their home? Burning all what they're believing in, kill them, take the land. But they are harpies, right? It is too far away. Wir müssen auf jeden Fall noch keine große strategische aufwenden, um herauszufinden, ne? Wie wir das Ganze sozusagen hier zu handeln haben in unseren beiden Hauptattacken. Geht das schon ganz gut. Das geht schon ganz gut. That's true, that's true. Weil wir irgendwie ein cooles Tier sehen, wollen wir das natürlich auch sofort petten, ne? Also der Vogel ist jetzt leider weg. Ich weiß gar nicht, wo. Oh. Ogre. Den müssen wir nicht, den wollen wir aber gleich auf jeden Fall. Verzeihung, sorry. Ich versuche das hier gerade schon so ein bisschen, schon als Vorbereitung dafür, wenn Chan gleich dazu könnte, ein bisschen zweisprachig zu halten. I need a target. Ist denn den jetzt gestohlen? Ist gut, dass man besser in diesem Feld... Dass man das... Oh, da ist eine riesige Truhe. Ui, 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 ui. Oh, die muss ich öffnen. Oh, guckt euch an, wie groß die ist. Counting on me. Und jetzt haben die das ohne mich gemacht. Das ist ja blöd. Aber ich meine, ne? Sie auch nicht eine Gang oder so. Das stimmt. Muss auch mehr Harpien töten. Oh. I need a target. Ich dachte. You look
Much tastier than a Murloc. Tastier than a Murloc. Mega gut, ey. Hang in there. I'm here to help. Keep fighting. I'll heal you. I'll try my best to help. Hunter's Mark, sehr schön. Much tastier! Something huge is headed this way. We can beat it if we fight together. Fight? For the Alliance! While we can. Let's get out of here while we can. I'm not afraid. Mir fehlt aber noch eine HP hier. Die mache ich natürlich noch. A target. We will see this through. What's on your mind? Nice. You're a true hero. Mit dem Level. Das dauert wahrscheinlich be careful out there. Einfach umso länger später. Return to the Alliance camp and speak with Captain Garrick. Let's get back to camp and deliver the good news. We saved Merity, all thanks to this recruit. Good work. Now get some rest. We'll find the others soon. Keep your guard up. Lives depend on us. Guck mal, wir sehen schon richtig cool aus langsam. Attention. Keep your chin up. I like to start dragging an active pet to stable allows you to tame more pets. Do I have a pet right now? The hunt goes on. Hey, bring me the supplies. I'll show you how to make a trap with them. Trapping, okay. Supplies? Supplies? Ah, those type of supplies. An old spring. A chain.
Ist es unter mir? Ice mod received from Meridi Huntsma. Ist Meridi hier? Oder? Nee, Meridi ist ja. Necromancy. Whoa. Not an ice moat. Sure. What are you gonna do with it? What can I do for you? Keep your chin up. That expedition is counting on us. Culprit 2. Aim, place your freezing trap within the ogre ruins. The beast that's been stalking our camp should emerge. Freezing trap used with ogre ruins to capture stalker. Was ist denn die Ruine? It is. Caught it. Caught it. That's no wild animal. It's one of the beasts that was aboard our ship. It must have survived the crash. Before you can tame another, you can call it back to you later. Nice. Schutzpanzer. Das machen wir vielleicht direkt bei ihm.
Description: I'm quite surprised to find this beast still alive and kicking. It appears to like you. Before we wish you had better learn how to wrangle multiple pets. I'll give you one last lesson. Abandon. You've got my attention. How do I dismiss it? Or dismiss pet. Let me know when you're ready to tame the beast. Yes. That expedition is counting on us. The hunt goes on. Yes, on. You've got my attention. Here it comes. Tame it, just like the one from before. Fine work. Now you must learn how to place your pets in a stable. That expedition is counting on us. Keep your chin up. What can I do for you? I'd like to stable my pets here. Goes on. That expedition is counting on us. Aim true. Du hast schon eine Karre hier, mein Freund. Das ist ja frech. We can't rest until we stop the ritual. So. Recruit you with us. The rest of you, stay here while we head to the Citadel. While we head to the Citadel. So, liebe Leute, bevor wir uns jetzt weiter auf den Weg machen und die 150 Yards sozusagen zurücklegen, richtig cool, also der Einstieg ist auf jeden Fall sehr, sehr sweet, ne? Man wird direkt in die Geschichte reingeworfen, man muss nicht erst 3000 Meilen durch den Wald irgendwo hinlaufen, um da, wie immer, erstmal 20 von dem zu haben. Wir mussten auch 10 Harpien töten, aber das ging relativ fix, weil es eingebunden war in kleinere Missionen und hier laufen auch genug Leute rum, die das irgendwie schnell bewältigen mit dir. Unser Charakter, Lile, ja, eine Huntress, Level 8 jetzt, mit einem Pet, wir rufen es einfach mal. Da ist er, mit einem T-Jaw, ja, das ist unser Pet. Und ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Der gute Charm lässt noch ein bisschen auf sich warten, aber wir leveln einfach mal weiter. Ich meine, muss das dann nachholen. Aber mir gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Shadowlands hat auf jeden Fall, optisch hat es mich sowieso schon in Sekunde 1 gekriegt. Ich bin mal gespannt, wie World of Warcraft sich jetzt hier noch weiterentwickelt. Auf jeden Fall, ich bin gehuckt und ich hoffe, ihr bleibt auch dabei. Und wenn ihr kein Content mehr verpassen wollt, dann bleibt einfach dran und auf jeden Fall dort vorne den Subscribe-Button auf jeden Fall drücken. Dann verpasst ihr auch nichts mehr. Ansonsten bis dahin, bleibt gesund und bis dahin, cheers.